In dieser Übungsaufgabe geht es darum, mal eine Beispielsituation zur Insolvenz zu besprechen. Und zwar betrachten wir jetzt ein Unternehmen, das heißt die X GmbH, die in Insolvenz geht. Und wir haben hier Angaben zur Verwertung des Vermögens. Bedeutet, zuerst stehen hier Aspekte des vorhandenen Vermögens des Unternehmens im Aufgabenkopf. Das können wir uns auch gleich im Detail angucken, das mal zur Struktur. Im Folgenden stehen die Schulden, das sind die Ansprüche, die die Gläubiger geltend machen. Letztendlich stellen wir also die Schulden dem vorhandenen Vermögen gegenüber und schauen dann, welcher Gläubiger welche Teile des Vermögens im Zuge der Insolvenz realisieren kann. Ja, und dazu schreiben wir uns vielleicht Vermögen und Schulden noch einmal auf. Man könnte das so skizzenartig im Sinne oder so wie eine Bilanz gestalten. Da steht ja links auch das Vermögen, rechts die Schulden. Ist jetzt natürlich keine Bilanz, deshalb schreibe ich lieber auch nichts drüber. Aber von der Vorstellung her wäre es ja ein guter Ansatz. Wir können als erstes erfassen das Betriebsgrundstück im Wert von 300. Und dann sind hier auch noch aufgezählt Forderungslieferung und Leistung und ein Lieferwagen in Höhe von 50 und 10. Ja, und schließlich sind hier noch Angaben zu Waren, die geliefert wurden vom Lieferanten E unter Eigentumsvorbehalt. Welchen Wert die Waren haben, wissen wir jetzt nicht im ersten Zuge. Diese Waren werden dem Lieferanten ja tatsächlich ausgehändigt, so wie sie sind als Waren. Und der Lieferant hat dann die Möglichkeit, sie zu veräußern und sich aus dem Veräußerungserlös zu bedienen. Dazu müssten wir mal gucken, wie der Lieferant damit jetzt umgehen kann mit den Waren. Das ist der Lieferant E, der steht dann hier. Da ist die Angabe, er hat Forderungen aus der Lieferung von Waren in Höhe von 30. Die können wir auch gleich mal notieren. Das heißt, der Lieferant hat in der Vergangenheit die Waren geliefert, eine Rechnung über 30 geschrieben und die macht er jetzt geltend. Er bekommt aber diese Waren hier tatsächlich ausgeliefert und kann sie jetzt verkaufen und veräußert sie jetzt aber für 20. Mehr ist nicht mehr herauszuholen, die Waren haben inzwischen einen Wert verloren. Ja, damit haben wir die Waren berücksichtigt, hier oben unter dem Vermögensgegenständen. Jetzt steht hier noch etwas, dass der Mieter A, gegen den noch eine offene Mietforderung in Höhe von 5 besteht. Aus Sicht unseres Unternehmens, das in Insolvenz geht, besteht also noch eine Mietforderung gegen diesen Mieter. Ja, nun schauen wir mal, welche Ansprüche auf dem Vermögen der X GmbH lasten. Der Mieter A hat eine Anzahlung für geplante Speditionstätigkeiten in Höhe von 10 geleistet. Gleichzeitig hat er selbst noch offene Mietschulden bei der X GmbH in Höhe von 5. Die 5 haben wir schon erfasst, aber unser Mieter A hat selber noch Ansprüche in Höhe von 10. Ich mache mal hier so einen Pfeil in Richtung Mietforderung A. Einerseits, dass wir sehen, dass die zusammengehören. Andererseits können wir uns im Zuge der Insolvenz schon vorstellen, was dahinter steht. Ja, Mieter A könnte hier also Aufrechnung geltend machen. Er muss nicht die 5 bezahlen, um später dann zu hoffen, dass er bloß einen Bruchteil von seinen 10 bekommt, sondern er könnte gegenrechnen und sagen, er verzichtet auf 5 und muss dafür die Mietforderung nicht begleichen. Das machen wir aber gleich noch, wenn wir das zusammenfassend besprechen. Und ja, jetzt haben wir erstmal den Mieter A berücksichtigt. Dann schauen wir uns mal die Bank B an. Die Bank B hat den Grundstückskauf finanziert. Aus dem Kredit ergibt sich ein offener Betrag von 250. Das ist die Forderung und besichert war dieser Kredit durch eine Grundschuld auf dem Betriebsgrundstück. Das heißt, die Bank A oder B, wer ist die eigentlich? Die Bank B hat Rückgriff auf das Grundstück
und hat selber offene Forderungen in Höhe von 250, die sie daraus bedienen möchte. Die Bank C hat Forderungen aus einem Kontokorrentkredit in Höhe von 90, besichert durch die Abtretung der Forderungen aus Lieferung und Leistung. Deren Sicherheit sind also die Forderungen aus Lieferung und Leistung. Das wäre jetzt hier Bank C und die möchte 90 haben. Bank D hat Forderungen aus einem Tilgungskredit in Höhe von 20, besichert durch die Sicherungsübereignung des Lieferwagens. Die möchte also Bank D 20 haben. Ihre Sicherheit ist 10 wert. Den Lieferanten haben wir schon. Jetzt haben wir hier noch F. Der hat eine unbesicherte Forderung in Höhe von 35. Nur einfach so notieren. Und dann haben wir noch den Gesellschafter X. Das ist der Gesellschafter der GmbH. Der hat seiner GmbH ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 20 gewährt. Was ist das? Also seine GmbH als juristische Person muss ja nicht unbedingt bei einer Bank einen Kredit aufnehmen. Man kann bei jedem anderen auch einen Kredit aufnehmen. Und nun hat die seine GmbH bei dem Gesellschafter selbst einen Kredit aufgenommen. Und zwar in Höhe von 20. Der Insolvenzverwalter macht Kosten des Verfahrens in Höhe von 5 geltend. Der eingesetzte Insolvenzverwalter möchte also auch noch seine Kosten des Verfahrens decken in Höhe von 5. Das ist die Situation. Oben steht sie in Worten geschrieben. Jetzt habe ich sie hier nochmal in Form dieser Skizze notiert, damit wir ein bisschen besser alles gleichzeitig im Auge behalten. Und fraglich ist nun, wie hoch ist die Insolvenzquote bei Teilaufgabe A? Ja, dazu könnten wir die Staffel, die wir in im Video zuvor besprochen haben, mal nachvollziehen. Und da ging es ja in einem ersten Schritt, können wir es hier nochmal aufmachen, darum, das Bruttovermögen des Unternehmens zu bestimmen. Das wären hier noch bevor Eigentumsvorbehalt abgezogen werden und so weiter. Die Summe des vorhandenen Vermögens, die könnten wir hier leicht bilden. Das wäre unser Bruttovermögen. Und das sind hier 385. In einem ersten Schritt ziehen wir dann die Aussonderungen ab. Die Aussonderungen ziehen wir ab. Ja, was sind Aussonderungen? Das sind die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren. Und zwar sind das ja hier 20, die in den 385 mit enthalten sind. Ja, diese 20 stehen dem Lieferanten E zu. Ich notiere mir das mal hier so dahinter. Lieferant E ist damit aber noch nicht zufrieden, weil er selber einen Anspruch in Höhe von 30 hat. Hat er jetzt noch eine Restforderung und wir hatten gesagt, diese Restforderung in Höhe von 10 kann er dann als einfacher Insolvenzgläubiger gegenüber der Insolvenzmasse geltend machen. Deshalb notieren wir uns den hier mal noch. Ansonsten ist E jetzt erstmal bedient sozusagen. Was jetzt übrig bleibt hier, das nennen wir in unserer Staffel Insolvenzmasse und es folgen die Absonderungen. Die Absonderungen sind die ganzen Banksicherheiten, die wir hier haben. Hier wären wir bei 365 in diesem Zahlenbeispiel. Ja, jetzt kommen die ganzen Absonderungen. Das wäre hier insbesondere Bank B mit den 250. Deren Sicherheit ist 300 wert. Sie bekommen aber trotzdem bloß die 250. Mehr als ihr Anspruch ist, bekommen sie natürlich nicht realisiert. Und sie haben keine Restforderung mehr. Das heißt, Bank B wäre ja, vollständig zufrieden, ist damit bedient. Kommt Bank C, die möchten gerne 90 haben. Sie bekommen aber für ihre Sicherheit nur 50.
weil die Sicherheit nicht mehr wert ist. Dann haben Sie aber noch eine Restforderung in Höhe von 40, weil Sie ursprünglich ja 90 angemeldet haben als Forderung. Ja, als nächstes kommt Bank D. Die möchten gerne 20 haben, bekommen aber bloß 10 aus dem Vermögen, weil ihre Sicherheit nicht mehr wert ist, hätten dann also auch eine Restforderung in Höhe von 10. Ja, und als nächstes kämen die sogenannten Aufrechnungen. Und da haben wir hier den Mieter A, der kann seine Mietforderung in Höhe von 5, also seine Mietschulden in Höhe von 5, aufrechnen gegen seine eigene Forderung und hat dann aber noch eine Restforderung in Höhe von 5, weil er eigentlich 10 bekommt aus seiner Anzahlung heraus. Ja, nun haben wir die bevorrechtigten Gläubiger berücksichtigt und was dann übrig bleibt, nennen wir die freien Aktiva. Von denen müssen die Kosten des Insolvenzverfahrens gedeckt werden. In unserem Fall wären die freien Aktiva 265 minus 365 minus 5 sind 360. Und dann ziehen wir noch 260 erstmal ab, sind wir bei 100, sind wir bei 50, würde ich sagen. Ja, jetzt kommen die Kosten des Verfahrens. Kosten des Verfahrens haben wir in Höhe von 5 und die können gedeckt werden, sodass wir dann eine Teilungsmasse haben. Das ist gleich die Teilungsmasse, weil wir keine Masseverbindlichkeiten haben. Ja. Teilungsmasse in Höhe von 45. Masseverbindlichkeiten bestehen nicht. Masseverbindlichkeiten hier oben in unserem Schema wären Geschäfte des Insolvenzverwalters, haben wir hier keine Angaben zu. Ja, nun ist die Frage, in dieser Teilungsmasse 45 stehen jetzt welche Ansprüche einfacher Insolvenzgläubiger gegenüber? Das sind. Erstmal haben wir unseren unbesicherten Gläubiger F noch mit 35. Und dann könnten sich jetzt aber noch alle die melden, die zwar bevorrechtigte Ansprüche hatten, diese aber nicht vollständig befriedigt wurden. Das bedeutet E mit 10, C mit 40, D mit 10 und A mit 5. Ja, und dann hätten wir hier noch zu berücksichtigen den Gesellschafter X. Der hat ja aus einem Gesellschafterdarlehen auch noch Ansprüche von 20. GmbH-Gesellschafterdarlehen werden aber als Ansprüche nachrangiger Gläubiger berücksichtigt. Und würden sozusagen nur berücksichtigt werden, wenn alle einfachen Insolvenzgläubiger vollständig berücksichtigt sind. Wir sehen schon auf den ersten Blick, dass das hier nicht der Fall sein wird. Die 45 Teilungsmasse reichen nicht aus, um diese ganzen Ansprüche einfacher Insolvenzgläubiger zu berücksichtigen. Hätten wir jetzt hier 45, 85, 90, 100. Vielleicht schauen wir die dahinter. Und dann ergibt sich unsere Insolvenzquote als Teilungsmasse durch die Ansprüche einfacher Insolvenzgläubiger. In Höhe von 45 Hundertstel oder 45%. Das ist unsere Antwort zu Aufgabe A.
Ja, nun interessiert den einzelnen Gläubiger ja aber nicht unbedingt die Insolvenzquote, sondern in welchem Umfang er seine Ansprüche in der Insolvenz befriedigen konnte. Wir sprechen dann von einer Befriedigungsquote. Die könnten wir hier für sämtliche Beteiligte mal ausrechnen. Kürze ihm ab, damit wir nicht so viel schreiben müssen. BQ für Befriedigungsquote. Und dann hätten wir hier erstmal den Mieter A. Ja, der Mieter A, der hatte einen ursprünglichen Anspruch in Höhe von 10. Wenn wir uns hier unsere Skizze anschauen, dann sind das diese 10, die er haben wollte. Er hat daraus realisiert erstmal 5, die er nicht bezahlen musste an die X GmbH, also diese Mietschulden, die er jetzt nicht mehr bezahlen musste. Und er hat dann noch realisiert auf die Restforderung von 5, die er hat, das sind diese 5, die Insolvenzquote in Höhe von 45%. Das heißt 5 mal 0,45. Das ergibt dann eine Quote von 5 plus 0,45 mal 5. 72,5%. Bedeutet, 72,5% seiner Ursprungsforderung konnte er realisieren. Schauen wir das uns für die anderen Beteiligten analog an. Die Befriedigungsquote für Bank B ist, sie hatte eine ursprüngliche Forderung von 250 aus der Immobilienfinanzierung, hat 250 bekommen, hätte sie also eine Befriedigungsquote von 100%. Die Befriedigungsquote der C-Bank rechnen wir aus, indem wir sagen, die C-Bank hatte ursprünglich einen Anspruch von 90. Sie hat bevorrechtigt bekommen, können wir auch mal wieder alles markieren, bevorrechtigt hat die C-Bank diese 50 bekommen. Und auf die Restforderung 40, 45% Insolvenzquote. Das heißt, sie hat realisiert 50 plus 40 mal 0,45. Und wären dann letztendlich 75,56%. Die Befriedigungsquote der D-Bank ist der Lieferwagen, Kredit lief über 20, 10 hat die Verwertung erbracht und C auf 10 bekommt sie die Insolvenzquote 45%, sind dann 72,5% wieder, hätten wir uns auch denken können. Dann haben wir die Befriedigungsquote des E-Lieferanten. Er wollte ursprünglich 30 auf seine Rechnung bekommen. 20 konnte er aus dem Verkauf der Waren realisieren. Auf die Restforderung 10 bekommt er die Insolvenzquote 45%. Wären dann 81,67%. Die Befriedigungsquote von F, dem unbesicherten Gläubiger, die muss ja der Insolvenzquote entsprechen, weil er seinen vollständigen Anspruch in Höhe der Insolvenzquote realisiert. Er wollte gerne 35 bekommen, bekommt auf diese 35 die Insolvenzquote 45%, sind dann natürlich 45%. Dann haben wir die Befriedigungsquote des Insolvenzverwalters. Die muss 100% sein, ansonsten würde das Verfahren nicht angenommen werden. Und schließlich haben wir noch den Gesellschafter X. Ja, der bekommt aus dieser Insolvenz nichts, weil die Insolvenzquote kleiner als 100% ist. Als
Nachrangiger Gläubiger müssten alle vorrangigen Ansprüche vollständig befriedigt sein, damit ich etwas abbekomme. Er hätte also eine Befriedigungsquote von 0%.